Hallo liebe Leute, in der heutigen Episode möchte ich euch meine Top 5 Lieblingswaffen vorstellen. Dazu habe ich jetzt extra noch ein paar Missionen gegrindet, um mir endlich die Tigris kaufen zu können. Ich habe tatsächlich vorhin in einer Mission von einem netten Community-Member mir die 106er Tigris ausgeliehen, beziehungsweise er hat sie mir geschenkt. Das ist einfach für mich den Vorteil, dass ich jetzt nicht meine ganzen EP reinstecken muss, um die mal Max zu haben, beziehungsweise auf einem sehr guten Bereich. Die werden wir also testen, ist nämlich aktuell auch meine Lieblingswaffe. Die 45er Flüster wird es natürlich auch geben. Mua. Absolut deliziös. Warum seht ihr gleich? Super Schredder, natürlich. Man kennt ihn. Den Dammbrecher, den mir ein kleiner amerikanischer Boy geschenkt hat. Sagst doch immer, du willst nichts geschenkt. Ja, ich weiß, aber der Dammbrecher ist halt fucking geil. Und den kriegt man nicht mehr so easy. Deshalb dachte ich einfach, komm, den nimmst du dir. Klaust ihm richtig weg. Und natürlich, wer hätte es gedacht? Die Sturmklinge. Wow. Also, let's jump in the mission. Ich würde sagen, Leute, wir fangen mit der Tiger an. Hier seht ihr die ganzen Vorteile. Könnt ihr euch selbst durchlesen. Was aber wichtig ist, sind immer die Boni hier unten drunter. Manche Waffen haben die nämlich. Und in diesem Fall, nach 5 Kopfschüssen hintereinander, wird der Fernkampfschaden in 10 Sekunden erhöht. Das ist also deren Boni. Und wie sie schießt, testen wir jetzt. Als erstes nehmen wir mal da hinten so Billo-Bobbys. Zack, zack. Okay, nice. Die schießt auf jeden Fall hardcore rein. Die ist halt jetzt natürlich auch 106, müssen wir sagen, ja. Kopfschüsse, richtig krass. 2000 irgendwas. Kopfschüsse, Bodyshots. Okay. Aber man kann mit ihr sehr easy Kopfschüsse erzielen, habe ich das Gefühl. Aber sie one-hittet auf jeden Fall. Das ist krass. Finde ich richtig nice. Und bei ihm, oh, ihn lunzt ja komplett weg. Okay, die Knarre scheint recht stark zu sein. Probieren wir mal die nächste. Also Tigris, weiterempfehlen. Als nächstes haben wir den 45er Flüster, denn Kopfschüsse lösen eine Explosion aus, die bei Feinden innerhalb von 0,5 Kacheln 30% Waffenschaden verursacht. Bedeutet, wenn du mit deren Gegner mit dem Kopfschuss killst, Leute, jetzt werde ich abgelasert, dann passiert das. Und er macht Schaden um sich herum. Und Batz. Seht ihr? Ihr bekommt also jedes Mal so eine kleine Explosion. Und sie macht außerdem noch richtig viel Schaden an sich dazu. Das Einzige, was mich an ihr stört, ist die Magazingröße. 12 Schuss, das ist schwach. Deswegen ist die Tiger auch aktuell bevorzugt vor der Pistole bei mir. Einfach weil sie 20 Schuss hat und in etwa wie eine Pistole fungiert. Eventuell sogar noch größere Range mitbringt. Trotzdem auch zu empfehlen, spiele ich auch immer noch sehr gerne. Das Setup, was ich aktuell unten drin habe, ist das Setup, was ich auch aktuell selber spiele. Deswegen würde ich sagen, gehen wir das auch einfach weiter durch und kommen zum Schwert. Ein kleines Schwertle mehr. Hier seht ihr die Vorteile. Und es war so 6 Sekunden lang Leitschaden. Bedeutet, ihr schlagt einen Gegner und 6 Sekunden lang bekommt er Damage over Time. Einfach auf seine Leben draufgeballert. Warum mag ich die? Zum einen, weil sie mir Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Das finde ich wirklich beim Ninja gerade sehr, sehr geil. Und zum anderen, weil sie einfach scheiße schnell schlägt. Seht ihr? Beim Schwert finde ich, ist es aber auch viel Ansichtssache. Ich meine, es gibt welche, die schwingen lieber einen Mörzhammer und knattern damit alle weg. Ich bin aber lieber der Ninja-Typ, der ja ab und zu durchslidet. Mit dem Ninja fungiert das Schwert, performt halt richtig nice. Du bist halt schnell, tipselst um die Gegner rum, schlägst schnell zu. Das heißt, du kannst auch schnell reagieren, immer wenn irgendwelche neuen Zombies kommen. Wenn zum Beispiel 20 kleine da sind. Und ja, 10 Euro könnt ihr mir eins abkaufen. Als nächstes haben wir den Dammbrecher. Das ist quasi ein Raketenwerfer, der einfach nur richtig lohnt. Woher man ihn bekommt, weiß ich nicht genau. Ich habe gegoogelt und die Ergebnisse, die kamen, waren ungefähr sowas wie ING Vault bei Weapon Online 1999 und dir gehört sie. Da dachte ich mir so, als ob die Fortnite-Waffen online verhökern, die Spackos. Aber gut, dann habe ich aufgehört zu googeln, weil mir das ein bisschen zu blöd wird. Trotzdem möchte ich die jetzt testen. Dafür braucht man natürlich noch ein Opfer und batz da rein. Da seht ihr schon, warum es ein mächtiger Raketenwerfer ist. Und da die Headshots verteilen. Easy! Können wir gerne auch nochmal versuchen. Vielleicht nochmal jetzt an kleinen Billos. Batz, bam. Okay, der brödelt echt gut weg. Macht der Schaden an Sachen. Ihr seht, 97 am Baum. Das ist nicht so viel. Die Pistole macht 74. Da seht ihr das. Das Schwert 65. Und die Tiger 95. Okay. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zur letzten Waffe. Zum absoluten Klassiker, wenn man denn so will. Super Schredder. Die Waffe kann im Prinzip nichts Besonderes. Bei mir zumindest noch nicht, weil ich noch nicht wirklich was drauf gemacht habe. Damit aber einfach richtig krass rein. Aber Schock, was ist denn das Geile an der? Was macht denn die so toll? Es ist eine Schrot-Sniper, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist eine Schrot-Sniper. Ich meine, guckt euch an. Sie flattert einfach einen kompletten Strahl. 20 Kugeln, einfach easy going. But seht euch den Damage an. Sie ist halt einfach krass. Und war auch sehr, sehr lange meine absolute geliebtlingste Klasse hier. Waffe. Einziges Problem, was ich an ihr sehe, das merkt ihr auch jetzt. Ich muss zur Waffe wechseln, weil zu viele Zombies kommen. Die Waffe hat nämlich immer nur 12 Schuss und braucht extrem lange beim Nachladen. Deswegen sollte man auf jeden Fall, wenn man die spielt, in seinem Set noch andere Waffen haben, die diese lange Nachladezeit ausgleichen können, wenn mal viele kommen. Sowas wie ein Schwert, was gut brettert. Oder eine Pistole, die schnell feuern kann. Ihr müsst das also quasi so ein bisschen ausgleichen. Und in dem Sinne, Leute, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lassen Sie doch gerne ein Däumeli nach hoch da. Abonnieren Sie mal meinen Kanal. Videos kommen nämlich jeden Tag um 12. Scheiße geil. Und tschüss.